Hallo Leute, ich bin es wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Nachdem es jetzt so 2-3 Tage richtig doll geplästert und geregnet hat, habe ich mich heute mal wieder entschlossen, in den Wald zu fahren und ein paar Pilze zu sammeln. Er ist auch wieder mit dabei und dann lade ich euch mal ein, mitzukommen und wünsche uns allen mal ein herzliches Trüff-Trüff. Ja, hier steht ein Steinpilz, den nehmen wir mit. Auch diese Fichtenblutreißer sehen lecker aus. Und noch ein kleiner Steinpilz. Ja, hier komme ich an eine Stelle, da stehen überall kleine Steinpilze. Ich mache hier mal eine kleine Kamerafahrt. Ja, also die Steinpilze, die haben sich ja wirklich getan in den letzten 3 Tagen. Hier steht alles voll. Dieses Prachtexemplar darf im Wald bleiben, er ist schon zu alt. Na, Trüffelchen, hm? Ja, ja. Dann gehe ich nochmal hier hoch. Ja, da bücke ich mich nach einer Marone und pflücke eine Hexe. Ein flockenstieliger Hexenpilz, Hexenröhrling. Hier lohnt es sich wirklich, in ein paar Tagen wieder vorbeizukommen. Hier kommen überall kleine Steinpilze aus dem Boden. Aber wie gesagt, sind noch zu klein. Na, habt ihr den Steinpilz erkannt? Ja, ein paar Pfifferlinge. Ja, auch hier stehen kleine Pfifferlinge. Ja, und hier wachsen auch wieder Kraterellen, die nehme ich mir auch mit. Ja, hier haben wir nochmal Kraterellen. Aber die sind noch ein bisschen zu klein. Ja, mir schrieb mal einer, er hätte bei sich zu Hause noch nie Trompetenpfifferlinge gefunden. Kann ich euch mal zeigen, wie die sich verstecken können. Seht ihr sie? Ja, nochmal ein kleiner Steinpilz. Ja, so sehen sie riesig aus, aber in Wirklichkeit mit meinem Finger dazwischen. Also, das lohnt sich nicht. Ja, hier haben wir interessantes Korallenwachstum. Also sehr interessant. Ich kenne sie nicht. Ja, hier haben wir auch noch so ein Keulenwachstum. So Leute, das sind Galettköpfchen, ne? Die sind giftig, die bestehen quasi zu 100% aus Kollagen, aber sind nicht genießbar. Das ist nichts für die Pfanne und sollte man im Wald stehen lassen. Ja, das nenne ich hier mal einen Pfifferling. Der ist ja wirklich... ein Elefantenpfifferling. Die Kameraden hier, die habe ich schon das ganze Jahr vermisst. Das sind Champignons, Anis-Champignons.
Ja, die wachsen nicht alleine. Hier habe ich noch ein größeres Exemplar. So Leute, dann wollen wir es mal beschließen. Dann gucken wir mal hier ins Körbchen. Ja, also eindeutig der Tag der Steinpilze. Dann haben wir Fichtenblutreizger, ein paar Kraterellen und Pfifferlinge. Und Fichtenblutreizger, ein paar Maronen auch. Ja, das wird ein schönes Pilzgericht werden, würde ich mal sagen. Und ich sage zu euch, viel Spaß mit diesem Film und trüff, trüff, bis zum nächsten Mal.